Hallo und herzlich willkommen zu Live in the Zombie Woods. Wo sind die Zombies? Hier, wir unten, wir haben absolut keine Ruhe. Was erwartet euch in dieser Folge? Absolute Spannung, pure Action hier unten, weil immer mehr Zombies in dieser Grube hier unterwegs sind. Ich will einmal diesen Boden zumachen. Dürfte ich das bitte mal hier in Ruhe machen? Nee. Komm, wir haben es doch fast geschafft. Wartet mal ab, wenn da ein Feld frei ist, in das letzte Lavafeld werde ich irgendwie reingeschlagen. So, jetzt endlich. Ich werde schon wieder beschossen. Ja. Kommst du jetzt hier rüber oder nicht? Lässt mich in Ruhe oder willst du da hinten weiterschießen? Solltest mir auf jeden Fall nicht auf den Sack gehen. Na warte. Komm mal her, ich bin nicht verletzt wieder. Habe ich die Gehirne hier reingetan? Gehirnhäppchen, das will ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht essen. So, passt mal auf. Brutal, ja, was da reinfressen kann. So. Und jetzt schauen wir mal. Vielleicht müssten wir auch bei Gelegenheit mal einen Bogen oder sowas mitnehmen, weil wir kämpfen jetzt schon wie die Armen hier hinten. Wie viel Schaden macht denn so ein Schneeball? Macht überhaupt Schaden? Komm, ich will die Schneebälle weg haben. Ich habe gar keine Lust, den Kram einstecken zu haben. Boah, nee. Pass mal auf. Ich komme an den nicht ran. Ich habe auch kein Schild und sowas. Oh, ey, komm. Ist mir zu blöd, ehrlich gesagt. Dann bleib halt da hinten. Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Boah, Hilfe, Hilfe. Ah, sie folgen mir. Die lassen mich nicht in Ruhe. Hau ab. Ah, nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Warum kann ich nicht bauen? Oh. Was ist das gewesen? Oh. Oh. Wie geht denn das? Wie kann der mich in der Wand töten? Wir müssen jetzt darunter die Sachen aufsammeln. Warum? Wie kann der Zombie mich durch die Wand töten? Und ich spawn jetzt auch nicht am Bett, sondern wieder. Wo bin ich denn jetzt? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Bin ich hier links unten oder was? Wie soll ich denn da jetzt nach Hause kommen? Ich kann die Reise nicht mehr überleben vom Hunger und gar nichts. Ach, lass mich doch echt in Ruhe jetzt hier. Was soll ich denn zu essen mitnehmen? Gibt's nichts, ich werd schon wieder angegriffen hier. Boah, ein Skelett oder irgend sowas. Lass mich in Ruhe. Lasst mich bitte in Ruhe. Ich tu euch nichts, ihr tut mir nichts. Wir sind hier bogiliches. Ob das gut oder schlecht ist, was ich da höre, weiß ich nicht. So, jetzt müssen wir zurück. Was ist da links? Warum ist da links Licht? Ah, hier, was zu essen. Vielleicht finden wir bei der Gelegenheit auch Reis. Ich sollte mir eine Fackel vielleicht bauen. Ja,
mich ja noch Fackeln vom letzten Mal. Die Pilze kann ich roh nicht essen, gell? Da muss ich eine Pilzsuppe draus machen. So, die Richtung stimmt doch aber. Was, eine Ratte greift mich an, oder was? Oh, was ist das denn? Ein Roboter! Was war das da? Hat ein Roboter auf mich geworfen. Hau ab, Mann! Was? Nein, lasst mich doch alle in Ruhe! Ein Skorpion! Was ist denn jetzt los? Ah! Nein! Oh Mann! Von Skelett erschossen. Ich glaube, ich habe eher einen Skorpionsstachel in den Arsch reinbekommen oder sowas. Und schaut mal da hinten, sogar das Schaf hat sein Fell verloren bei der Explosion. Seht ihr das hier hinten? Das ist ein Schaf, das hat kein Fell mehr. Oh. Ach, ein Bett. Kannst du vergessen. Ich brauche dafür Wolle. Denn ich. Hier! Was ist das für ein Monster? Da kam ein Roboter, der Sachen nach mir geschmissen hat und sowas, Mann. Oh. Was, wenn ich jetzt einfach hier diese. Schaut mal, der Creeper hier neben, der hat auch so Parkinson. Der ist auch schon so im Explos. Er ist despawned. Jetzt kommt die Ratte, knabbert an mir rum und sowas. Die lassen mich nicht mal am Tod in Ruhe. Nein, ich hatte kein Bett mitgehabt. Wo soll ich denn ein Bett hergehabt haben? Oh. So, wenn ich jetzt 1000. Es ist immer noch Nacht. Ne, nicht in irgendwelche Gruben rein. Ey, bitte, lasst mich jetzt in Ruhe, echt. Ohne Scheiß, lasst mich einfach nur gehen. Da sind so viele Kreuze rechts am Kartenrand. Vor allem wichtig ist eher, ich muss zu meiner Leiche zurückkommen, dass mein Kram nicht despawnt. Der war jetzt im Grabstein drin, der kann ich nicht. Was ich in der Hand hatte, ist runtergefallen. Wenn jetzt mein Rucksack in der Hand war, was hatte ich denn in der Hand gehabt? Ich weiß, mein Schwert, glaube ich, eher noch. So, hier ist wieder was zu essen. Oh, hier, Enderman. Ich guck zu Boden. Lass mich in Ruhe. Geht mir alle nicht auf den Sack. Ja, tut mir leid, dass man wenig sieht. Ich habe keine Fackeln. Ich habe nix. Ich bin das Leiden Christi. Ich bin hier unterwegs, wie Gott mich schuf. Ja, ich kann hier. Ey, ganz ehrlich, ey, ohne Scheiße, es ist noch so ein Riss hier am Boden, wo ich nicht rüberkomme. Oh, da hinten. Schön, oder? Die ganzen bunten Lichter. Ist kein schönes Farbspektakel. Nee, das heißt, dass da einer gestorben ist. Und zwar ich. Werwölfe. Ja, ich würde sagen, das ist der nächste Tod, oder? Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Ich möchte nur durch den Wald. Hört auf. Was hat man da für ein Pferd jetzt auch noch gehört? Ich muss einfach nur aus dem Wald rauskommen. Vielleicht schaffe ich es. Essen kann ich gerade nicht. Das macht mich zu langsam. Ich muss ein bisschen zickzack gehen, dass wenn der Skelett schießt, dass es nur irgendwo, ja, irgendwo hinschießt, nur nicht auf mich. So, wenn ich jetzt Eisen hätte, könnte ich die ja scheren. Aber das habe ich ja nicht. Da hinten brennt alles. Zwei Skelette, wunderbar. Grüßt euch, alles gut bei euch? Habt keinen guten Tag gehabt? Nee, ich auch nicht. So, lasst mich alle jetzt in Frieden. Hast du die Bogi-Bibel gelesen? Das ist doch was von ja da, oder? Ah. Sorry, falls ich jetzt im Chat irgendwelche Nachrichten übersehen habe. Ich sehe immer nur die letzten 5-6 Nachrichten leider. Das war gerade eben alles zu nervenaufreibend. Tut mir leid. So, ich muss mich einfach jetzt mal sammeln. Ohne, dass der Creeper gleich noch da in die Luft fliegt. Schon das nächste Skelett. Kaffeebohnen. Ja, esse ich auch mal ganz gerne roh. Aber ich habe das gehasst. Kennt ihr das im Sambuca? Im Sambuca Feuer oben drauf und sowas und eine heiße Kaffeebohne drin. Hi. Ich könnte mir jetzt auch einfach ein Holzschwert. Was war das? Was war das?
Was ist daneben? Werwolf. Ich glaube, ich gehe ins Wasser rein einfach. Lass mich im Wasser in Ruhe, oder? Wow! Von wegen. Nein! Ey, wenn ich jetzt schon wieder sterbe, das bitte, lasst mich in Ruhe! Ich brenne jetzt auch noch, warum brenne ich denn? Ich kann das rohe Hähnchen doch nicht essen, oder? Oh. Sie sind weg. Die verbrennen. Es ist Tag. Lauf, Forest, lauf, Boogie. Run, Forest, Boogie. Was? Run, Boogie, run. Run, Boogie, run. Bei der Bank gibst du ein den Tan, damit deine Überweisung getätigt wird und dein Konto nicht gesperrt wird. So, ich brauche jetzt erstmal, ich brauche Nahrung. Weil ansonsten haben wir die Nacht überlebt, aber sterben dann ansonsten irgendwas anderem an der Kretze. So, laufen wir überhaupt richtig? Haben wir nicht mal Zeit gehabt eben, wir mussten ja, ja gut, wir haben schon den halben Weg hinter uns gebracht. Von wegen. Boah. Weh. Weh, mein Kram ist nicht mehr da. Das ist ein Baumwollbusch, ja. Stoffgarten, ja. Den kann man leider nicht essen. Nicht mal so scheiß Sümpfe auch noch durch. Na ja, komm, gehen wir halt querfeld ein. Welcher Wunsch ist dir Befehl? Mit der Tarneingabe. Ja, Anni, das ist spannend, gell? Jetzt musst du dabei bleiben, bis ich wieder zu meinen Sachen zurückgekommen bin. Das ist wirklich. Aber ich habe eben noch Glück gehabt, dass ich nicht nochmal gestorben bin. Aber als. Wir müssen uns das mal, wenn ich das hochgeladen habe, auf YouTube anschauen, dass da ein Roboter war. Was gibt denn der, wenn man den tötet oder sowas, ja? Genau, mit der Sperre. Dass dann. Da war ein Roboter. Der hat irgendwas über den Kopf gehalten und nach mir geschmissen oder so, glaube ich. Habt ihr den Roboter gesehen? Oder habe ich den alleine nur gesehen? Ist ja aus meiner Fantasie entsprungen. Nee, da war ein Roboter gewesen. Und da war ein Skorpion gewesen. Das haben wir vorher auch noch nie gesehen. War eine schöne Gegend, oder? Oh, mit der Ente. Ja, jetzt sieht die Welt wieder friedlich aus, ja? Na, so. Ich würde sagen, nach der Folge machen wir ein bisschen Hand... um den Abend noch ein bisschen gewaltsam ausklingen zu lassen, nachdem wir als getötet wurden. Ja, wobei, kann sein, dass es bei Hans so weitergeht, mit dass wir getötet werden. Das müssen wir dann mal schauen. Forst, bist du noch da? Slash Vote Zahl. Was? Was ist das? So, ich kann schon nicht mehr noch rennen gehen. Was heißt rennen geht eh nicht, aber. Das sind das Flatterbinse. Ey, Binse, mach mal die Flatter, hast du verstanden? So, wir laufen noch richtig. Ja, gut, der Baum ist ein gutes Zeichen. Wo ist denn das? Ist das ein Bauwerk von uns oder was? Ne, ist ein Knall einfach, oder? Ja, ja. Gut, hier könnte ich mir jetzt eine Fackel bauen, aber ich habe keinen Bock drauf, weil wir sind in der Nähe von unserem Dorf. Also, wir haben wirklich den halben Weg schon geschafft. Die Frage ist natürlich nur, soll ich nackt in die. Hey, wie geht's dir? Alles klar? Alte Schachtelbirne. So, unser Dorf sollte hier vorne sein. Man hat die schnell abgehängt, die Zombies bei Tag, gell? Der traut sich da nicht unter dem Baum hervor. Man hätte jetzt gehört, wenn er hinter mir weggefackelt wäre. Der muss irgendwo noch unter dem Baum stehen. Da oben links steht er. So. Ein Creeper vor mir. Laut Karte. Unter mir. Hm. Aber wir gehen mal da lang. Ja, das ist. Eventuell bleiben sie dauerhaft da, weil da ist ein Grabstein. Aber da müssten auf dem Boden auch Sachen von mir liegen. Und die spawnen. Aber wichtig ist, dass meine Rucksäcke da sind. Und die waren ja im Inventar gewesen. Also es. Die sollten definitiv da sein. Kann auch sein, dass ich nichts verliere. Aber ich will es nicht eingehen, das Risiko, und
versuche so schnell wie möglich jetzt zu meiner Leiche zu kommen. Wir werden bei uns im Dorf jetzt mal schnell so ein Feld leerfuttern. Und dann rennen wir direkt los. Eine Spitzhacke vielleicht noch mitnehmen, weil ich muss was zum Graben dabei haben. Weil ich habe unten Wege auch zugemacht. Kann sein, dass ich dann nicht mehr runterfinde. Wobei, das war den Höhleneingang auch zu finden und so. Das wird alles super schwer werden. Wir müssen einen leeren Rucksack mitnehmen. Aber wir haben kein Leder. Das wird spannend. Es wird und bleibt spannend. So, wo sind unser... Sind wir am Dorf schon vorbeigegangen, oder was? Tatsache. Wir haben das Dorf umlaufen. Ist das gut? Ich glaube eher nicht, oder? Sollen wir zum Dorf rüber? Oder sollen wir einfach durchlatschen zur Leiche? Komm. Wir haben Tag. Wir sind mutig, wir sind super fit, wir haben kaum eine Verletzung. Es ist nicht so, dass wir ab und zu mal runterfallen oder so, das passiert uns nicht. Wir laufen jetzt durch und holen unsere Leiche. Ich weiß jetzt schon, ich werde es bereuen. Aber dafür sind wir ja da. Am Verhungern gerade schon wieder. Und ich kann jetzt auch nicht mehr rennen hier. Ich habe noch ein Hähnchen einstecken, das könnten wir uns ein Lagerfeuer machen. Im Ofen und das Hähnchen jetzt brennen oder was. Komm, es gibt doch einfach irgendwelche Fruchtgärten hier wieder. Wir sind doch in einem schönen Biom hier. Ich fange echt gleich. Selbst jetzt abbiegen zum Dorf würden wir nicht mehr schaffen. Oh oh. Komm, bitte irgendwo was zu essen. Was ist denn das hier? Das rote Blümchen kann ich nicht essen. Ah, ich sterbe. Warum gibt es nichts zum Essen? Überall sind diese blöden Grasgärten normalerweise. Das Biom vielleicht schlecht, in dem ich jetzt bin. Das ist ein halbes Tundra-Biom. Anderthalb. Ein POI. Waren wir hier schon mal? Haben wir den leer gegraben? Dunkles Laub. Ja, schön. Ist da eine Kiste drunter? Oder... was, wenn ich das rohe Hähnchen fress? Ah, ging auch. Nur ein bisschen vergiftet. Blasse Palmenlinie. Nicht abwarten. Bis dann Dorf ist. Ich habe morgen Frühdienst. Was weiß ich nicht. Ja, ich bin jetzt zu weit weg vom Dorf. Nee, du musst jetzt um Gottes Willen, wenn du Frühdienst hast und sowas, dann... Ich sterbe jetzt eh gerade. Ich gehe jetzt gleich im Kreativmodus, fliege ich darüber. Ich habe genug. Da ist was zu essen, oder? Komm, geh sterben. Ja, habe ich ja gemacht. So. Jetzt reicht's mir, tut mir leid. Jetzt wird betrogen. Ich fliege jetzt nach Hause. Ja, das hat ja keinen Zweck sonst. Ich kann jetzt nicht 3 Folgen draus machen, wo ich jetzt nur am Rumfliegen bin, beziehungsweise den Weg zurücksuche oder wie ein Schaf auf dem Baum oben lande. Hier bin ich gestorben in der Nacht, als diese Monster da waren. Sehr witzig, ich bin 2-mal hier gestorben, oder was? Nö. Ups. Bei. Essen hatte ich dabei. Komm, hey. So, wir fliegen jetzt weiter. Ja, stimmt.
Auch mal ganz schön aus der Luft das mal zu sehen. Und nicht unten über Stock und Stein zu müssen. Das macht schon einen enormen Unterschied, ob man da als am Springen ist, am Hochklettern ist und sowas. Gerade wenn durch so Sümpfe und sowas muss. Aber erkunden neues Gebiet, das will ich eigentlich gar nicht. Also eben brutal, dass es da wieder nichts zu essen gab auch. Was ist das? Ach, einfach Schilf. Auch schön hier, gell? La la. Jetzt sind wir am Baum wieder vorbei. Und wir hätten ja eben das Dorf eigentlich sehen müssen. Das ist hier auf der Seite, glaube ich. Das war links vom Sumpf. Hier auf jeden Fall irgendwo. Wird schon wieder dunkel jetzt, oder was? Time set. Setze Zeitwert für Dimension 0. Wo ist denn unser Dorf? Jetzt mal ohne Spaß. Wir fliegen hier. Links ist unser Dorf. Okay. Wir machen jetzt mal direkt auf die Leiche. Wir gehen auf Richtung Leiche mal zu. Hier sind wir eben gestorben. Wir müssen uns weiter links halten. Ich will ja gar nicht das Gebiet erkunden, weil es wäre blödsinnig, jetzt was da zu entdecken. Das möchte ich dann entdecken, wenn wir wirklich da hinkommen. Und nicht, weil ich jetzt da am Langfliegen bin. Hey Pixel, mein Freund, servus. La 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 la. La. Ich lieb solche freien Flächen hier. Die finde ich ja mega. Finde ich zum Bauen super geil. Was habe ich mir hier für eine Markierung gesetzt gehabt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Lange ist es ja, wahrscheinlich vor 100 Folgen haben wir die gemacht. An der müssen wir ja eigentlich vorbeigekommen sein, als wir. Der war was zu essen gewesen. Hier hätten wir auch wieder niemals was zu essen gefunden. Wir wären dann bestimmt hier durch das Gebiet durchgekommen oder reingekommen noch und wären dann hier irgendwo hinten verreckt oder sowas dann. Pixel, wenn du dich wunderst, warum ich am Rumfliegen bin, es muss gerade sein. Ich bin. Guck mal, wir sind vom Dorf aus gestartet, sind hier oben lang, da lang, da lang, da lang. In eine Höhle und da bin ich gestorben dann, ja. Obwohl ich mich eingemauert habe. Ich habe mich eingemauert und habe mich noch gefreut, dass ich überlebt habe. Und da kommt eine Zombie-Faust durch die Mauer durch und haut mir eins in die Fresse rein, ja. Und dann war es das gewesen. La 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 la. La la la. Fliege ich noch richtig? Ja, ich fliege noch richtig. Jetzt wäre echt durch diese. Oh, das Wasser und so. Schaut mal mit der Tiefe innen drin. Das sieht einfach mal geil aus, alles auch, oder? Cooles Bild, oder? Sieht alles geil aus. Schön Landschaftsfotos machen. Hast du nochmal gepostet? Nein, 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 oh doch. Muss dir mal reinziehen, Pixel. So, jetzt mal so ein bisschen links. Oh, da sind Hunde da unten. Ich hab da eben. Was ist denn das für ein Tierkopf, den ich da vor mir sehe? Auf der Karte. Hunde. Sag ich doch. Hier sind Hunde. Da. Wir wollten doch Hunde, haben extra Knochen mitgenommen. Können wir uns das merken, wo wir hier sind? Wir dürfen es uns nicht markieren, weil wir keinen Atlas dabei haben. Den Flusslauf. Am Flusslauf zum Tonbiom. Ihr müsst euch merken. Was ist links? Und obwohl ich am Fliegen bin, brauche ich da 5 Minuten hin, oder was, gell? Und wir müssen eigentlich einen Break machen. Wir machen einen Break, wenn wir an der Stelle sind, wo wir uns wieder runterkämpfen müssen. Weil wir können eigentlich auch jetzt einen Break machen und ich steige dann wie für YouTube wieder ein an der Stelle, wenn ich unten bei meiner Leiche bin. Wenn ich es schaffe. So machen wir es. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, euer Onkel Bogi. Ciao.